Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal. Heute zu einem erneuten 96-Talk. Und ja, Leute, es ist soweit. Noch eine Woche bis zum Saisonstart. Noch eine Woche bis zum Auftakt gegen den SV Werder Bremen. Ich werde mir was einfallen lassen für dieses Spiel. Und es wird auch in der kommenden Woche noch ein Video geben als Vorschau wirklich explizit auf den Saisonstart, auf dieses Spiel. Hoffentlich bis dahin mit einem neuen Sechser, auch wenn es aktuell noch nicht so gut aussieht. Nicht mal bei Julian Börner, was ich ja wirklich erwartet habe. Aber gut, man kann halt eben nicht immer das bekommen, was man haben möchte. Das müssen wir bei 96 auch merken. Ich war die ganze Zeit sehr positiv. Langsam geht es wieder ein bisschen komische Richtung, aber dazu mehr in diesem Video. Erstmal, wenn es euch gefallen sollte, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich sehr freuen. Ihr könnt auch gerne den Kanal kostenlos hier abonnieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Könnt ihr auch gerne die Glocke aktivieren. Dann seht ihr in Zukunft viel Zweitliga-Content. Unter anderem ist die Saisonprognose jetzt online, beziehungsweise der erste Teil. Den könnt ihr gerne in meiner Videobeschreibung ganz oben anklicken, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Und auch in den nächsten Wochen kommt halt zu jedem 96-Spielen-Video. Das heißt, egal von welchem Verein ihr Fan seid, ihr kriegt irgendwann was zu eurem Verein zu hören. In den meisten Fällen ist eure Mannschaft die schlimmste, gegen die 96 hier gespielt hat. Aber trotzdem kann es ganz witzig werden, je nachdem, wie das Spiel gelaufen ist. Und dazu bekommt ihr alles mögliche andere an Content. Ihr seht es einfach, wenn ihr auf den Kanal klickt. Auch wenn momentan sehr viel 96-Talk dabei ist, da ist jetzt in den nächsten Monaten so einiges geplant. Ihr werdet hier nicht alleine gelassen. Das ist doch schon mal ein ganz guter Anfang. Selbstverständlich, Thema nicht alleine gelassen werden. Ich bin nicht blutbetroffen davon. Ich wohne ja nun mal in der Nähe von Hannover. Aber trotzdem, die Unwetterkatastrophe, die da drüben passiert ist, vor allem Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland betroffen, natürlich unglaublich schlimm. Dementsprechend, wenn ihr es noch nicht getan habt, ich glaube nicht, dass ich darauf aufmerksam machen muss, spendet gerne ein bisschen was. Die Menschen da drüben können das sehr gut gebrauchen und jeder kann einen kleinen Teil zumindest dazu beitragen, dass diese Katastrophe so gut aufgearbeitet wird, wie irgendwie möglich. Alles Weitere dazu überlasse ich anderen Leuten, die da deutlich kompetenter darüber sprechen können als ich. Wir sprechen über Fußball, wir sprechen über die vergangene 96-Woche, wir sprechen über das Hashspiel gegen Hertha BSC und danach gegen Magdeburg. Erstmal das Positive und dann das Negative. Und natürlich müssen wir auch darüber sprechen, dass, wie gesagt, Julian Börner immer noch nicht da ist und dass auch Orestes Çiğmazoğlu, ich habe den Namen ohne zu lesen, aber auswendig aus dem Kopf hinbekommen, ich bin stolz auf mich, dass der auch immer noch nicht da ist. Und dass es da auch irgendwie nicht so gut aussieht. Markus Mann hat heute gesagt, nee, da komme ich später zu. Ich glaube, das passt besser zum Spiel gegen Magdeburg. Übrigens, vielen Dank für eure Kommentare, auch unter dem letzten 96-Video. Ich weiß das sehr zu schätzen. Ich nehme euch hier auch sehr gerne mit rein, beziehungsweise zeige immer gerne, was ihr geschrieben habt, einfach damit ihr so ein bisschen das Bild vermittelt bekommt, was ich ja auch durch die Kommentare vermittelt bekomme. Ich lese alles, beim letzten hatte ich nicht die Zeit zu antworten. Diese Woche kann ich wieder antworten, das heißt, schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, aber gerne nur die Eindrücke bezogen auf die letzten beiden Testspiele und die vergangene Trainingswoche oder Transferwoche auch und nicht zum Bremen-Spiel hin zu explizit. Da haben wir noch ein eigenes Video zu. Spart euch eure flinken Finger für dieses Video im Laufe der nächsten Woche. Ich glaube, es wird am Samstag kommen vor dem Spiel. Was ja ganz gut passt, weil das Spiel ist am, vielleicht kommt es auch am Freitag. Irgendwie sowas. Ich muss noch zwei Saisonprognosen hochladen. Die kommen höchstwahrscheinlich am Dienstag und Donnerstag und dann entweder Freitag oder Samstag eben das 96-Video vor Bremen. Wahrscheinlich am Sonntag das 96-Video nach Bremen. Das ist so der grobe Fahrplan. Was hatten wir erstmal in der vergangenen Woche? Wir hatten ein Testspiel gegen Hertha BSC. Viele von euch gerade in der FIFA-Community, aus der ja viele meiner Zuschauer hier, also ihr, auch stammen, werden das mitbekommen haben, weil Eli Geller und Sydney waren beide bei diesem Spiel und haben in ihren Stories einiges dazu geteilt. Es war eine gute Vorstellung von Hannover 96. Zur Halbzeit lag man 3:1 zurück. Am Ende hat man unglücklich 4:4 gespielt und es gab einige komische und fragwürdige Aktionen, unter anderem ein zurückgepfiffenes Tor von Marcel Franke, aber auch zwei sehr umstrittene, sehr strittige Elfmeter für Hertha BSC. Beide verwandelt, einmal durch Davy Selke und zum anderen durch Jon Córdoba, der ja mittlerweile gewechselt ist oder vor dem Wechsel nach Krasnodar steht. Gut aber, dass er gegen uns nochmal treffen konnte und so den Sieg gegen einen Erstligisten klauen durfte. Naja, erstmal ganz, ganz wichtig, 96 Defensive. Die scheint so ein bisschen der Casus Knactus zu sein in der aktuellen Situation. Wir haben eine solide Defensive, wir haben gute Spieler mit Hult, Moroja, Fallett und auch Franke. In meinen Augen überdurchschnittlich. Durchschnittlich für die zweite Liga. In den Augen vieler, gerade nach den Testspielen, jetzt nicht mehr so überdurchschnittlich. Man muss ganz ehrlich sagen, da fehlt es irgendwo. Es ist einfach so. Wenn man das erste Tor von Davy Selke sieht, dann muss man sich schon fragen, warum kommt er da so frei zum Kopfball? Und auch alles Weitere war nicht optimal, sagen wir mal. Jetzt in beiden Testspielen, das heißt, ich gehe jetzt quasi indirekt schon aufs Magdeburg-Spiel ein, da ist mehr als genug Verbesserungsbedarf. Und die Frage ist, können Fallett und Franke den Verlust von Timo Hübers, der ja viel verletzt war vergangene Saison, aber der immer ein Stabilisator war, zumindest
so gewirkt hat, auch obwohl er noch nicht so viele Profispiele gemacht hat. Der hat diese Stabilität halt einfach gegeben und der fehlt jetzt. Wir haben dazu mit Baris Bastas einen, der ausgebotet wird. Wir haben dazu im Endeffekt ein super Talent mit Marc Lamptey, der auch ein klasse Spiel gemacht hat gegen Hertha. Aber du brauchst halt zwei Verteidiger, die wirklich konsequent und stabil stehen. Dazu am besten noch vier Außenverteidiger. Ja? Zwei Startelf, zwei Backup. Wir haben nichts davon. Ja, also weder Backup auf der einen Seite noch Backup auf der anderen Seite, noch in der Innenverteidigung sonderlich viel. Lamptey wird sicherlich rangeführt werden. Ich bin übrigens, ich schwitze hier, es ist Wahnsinn, es ist viel zu warm draußen, es ist ganz, ganz katastrophal. Lamptey wird sicherlich rangeführt werden, was auch okay ist. Wenn Burner noch dazu kommt, auch alles in Ordnung, aber irgendwie scheint es da noch zu stocken. Sheffield scheint sich querzustellen oder irgendwas scheint mit dem Verein nicht zu passen. Die Ablösesumme, was auch immer, wird sehr spannend, wann und ob das überhaupt noch zustande kommt. Momentan scheint es so, als ob 96 Transferaktivitäten irgendwie abgebrochen wären oder alle zurückgestellt, was natürlich nicht schön ist, denn man hat auch in diesem Spiel gegen Hertha bereits gesehen, der Sechser, der fehlt immer noch. Es war ein sehr gutes Spiel, nichtsdestotrotz von der Mannschaft, muss man einfach so sagen, ja, auf vielen Ebenen haben sie überzeugt, gerade offensiv war das eine solide Vorstellung, aber gerade im Defensivverbund, und da gehört der Sechser ja nun mal zu, ist immer noch Luft nach oben und ich bleibe dabei, dass wir unbedingt einen neuen Sechser benötigen. Ob es jetzt Kiyo Mortoglu wird, weil der halt eben Ablöse kostet, unwahrscheinlich, sei dahingestellt, aber so oder so, egal wen, hol irgendjemanden, der auf der 6 agieren kann. Auch dieses alte 6, habe ich auch auf Twitter gelesen die Woche, dieses alte 96-Maß mit 1,90 Meter, muss ein 6er schon groß sein. Totaler Quatsch. Natürlich, Conte darf jetzt nicht für jeden als Beispiel genommen werden, aber er ist der beste 6er der Welt wohl. Kimmich auch mit oben dabei und die sind beide jetzt nicht sonderlich groß. Das heißt, du brauchst nicht zwingend die Physis. In der zweiten Liga sicherlich nochmal anders. Das sind auch Weltklasse-Spieler bei Weltklasse-Vereinen, im Weltklasse-System. Ist was anderes als 96 sicherlich. Aber nichtsdestotrotz muss man so ein bisschen den Kopf aus dem Arsch nehmen und einfach mal darauf gucken, was man wirklich braucht. Und dann vielleicht auch dahin gehen, dass man nicht unbedingt das Ideal, den Idealtypus 96 aus den vergangenen Jahren da holt, wie zum Beispiel Jakabi, der ja genau darauf zugeschnitten war, oder auch ein Wallace, sondern dass man sich einfach mal jemanden holt, der vielleicht auch vom Charakteristikum ein bisschen anders ist, dafür aber gegebenenfalls, wenn man sich Kiyo Mortoglu nicht leisten sollen können sollte, keine Ablöse kostet. Das wäre jetzt in meinen Augen das richtige Herangehen. Ob es so gemacht wird, ich weiß es nicht. Meine Tendenz aktuell, Burner wird nicht kommen. Ich weiß nicht warum, ich habe das Bauchgefühl, ein Sechser wird nächste Woche noch vorgestellt. Ich kann mir bei Kiyo Mortoglu auch eine Leihe mit Kaufoption vorstellen. Aus irgendwelchen Gründen glaube ich, dass Heracles das irgendwie machen könnte. Ja, und oder eine Kaufpflicht von mir aus. Nächstes Jahr sollte 96 auch finanziell ein bisschen besser wieder aufgestellt sein. Und dann ist das nicht so unrealistisch. Aber das steht halt noch in den Sternen und es geht auch eigentlich schon in die nächste Woche als Vorschau ein bisschen rein. Aber weil das halt ein allumfassendes Thema ist und weil man in den Testspielen gemerkt hat, dass diese beiden Positionen zumindest noch mal ein bisschen Nachholbedarf haben, genauso wie die Außenverteidigerposition, zu denen ich gar nichts sagen kann, weil es da keine Gerüchte gibt oder sonst was, muss ich das einfach hier mit erwähnen. Sicherlich ist Burner nicht unbedingt einer für die Startelf und ich persönlich finde auch, dass Fallett und Franke ein gutes und solides Innenverteidiger-Duo sind und auch Moroja und Huldorf außen sehr gute Jobs machen werden kommende Saison. Nichtsdestotrotz einer, der so ein bisschen von hinten pushen kann und nochmal so ein bisschen kitzeln kann, dass die auch wirklich ihr Bestes geben, auch im Training und in den Spielen. Schaden kann es nicht, sage ich einfach mal so. Schreibt mir dazu gerne eure Meinung in die Kommentare. Was glaubt ihr, wer von beiden wird kommen? Werden beide kommen? Wird keiner kommen? Wird irgendwer anders kommen? Habt ihr irgendwie auf dem Zettel? Was denkt ihr, ist allgemein der Grund? Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir kommen kurz mal zum Testspiel gegen den FC Magdeburg, aber dann gleich auch nochmal damit verbunden zu Orestes Kiyo Mortoglu. Wir haben 2-4 verloren zu Hause gegen Magdeburg. Zur Halbzeit lag man schon 1-3 zurück, trotz optischer Vorteile. 96 war das bessere Team in der ersten Halbzeit, ist sehr früh durch einen sehr unglücklichen Elfmeter, der diesmal aber völlig zurecht war, in Rückstand geraten. Danach hat man selber 1-2 Elfmeter, die man hätte geben können, dürfen, wäre zumindest gegangen, nicht bekommen, aber sofort in der 15. den Ausgleich gemacht durch Sebastian Kerks erstes Tor im 96-Trikot. Muslia auf Kerk, das kann gerne noch öfter passieren in der Zukunft. Allgemein haben mir die beiden sehr gut gefallen. Flo Muslia ja auch mit einem fantastischen Spiel, das muss ich vielleicht noch vorher kurz erwähnen, gegen Hertha BSC, tolles Freistoßtor, allgemein sehr flink unterwegs gewesen und wird sicherlich nach diesem Spiel auch auf dem Zettel einiger Teams spielen, die diese Highlights irgendwie gesehen haben. Und gerade durch die Influencer, das kann man ja nun mal nicht verneinen, das ist ja nochmal omnipräsent und auch die werden mittlerweile immer relevanter und auch Vereinsvertreter sehen solche Videos zum Teil. Ich hoffe wirklich, dass uns Muslia nicht nur weggekauft wird jetzt vor Saisonstart, weil der ist aktuell in einer Form, wie ich ihn bei 96 noch nie gesehen habe, vielleicht auch reifer als je zuvor, was ja logisch wäre, er wird ja immer älter und immer reifer auch, aber das macht schon Spaß, dem aktuell zuzuschauen. Ist ja bisher immer ein Spieler gewesen, den ich durchaus kritisiert habe, beziehungsweise von dem ich nicht der allergrößte Fan war. Momentan macht der sehr, sehr viel Bock und gerade Hertha, die noch Flügelspieler brauchen, weil sie in ihrem System quasi keine haben, beziehungsweise für ihr System quasi keine haben im Kader. Das könnte ja nochmal interessant werden. Ich hoffe aber natürlich nicht.
Ansonsten auch ja, die weiteren Torschützen. Soleimani mit einer absoluten Bombenvorstellung, also beziehungsweise mit dem Traumtor, sagen wir mal so, seine Vorstellung. Wollen wir es jetzt nicht zu hoch hängen, aber das war wirklich auch traumhaft gemacht, wie er sich dann mit der Hacke vorlegt auf den schwachen linken Fuß und dann in den Winkel knallt. Das war schon sehr, sehr ansehnlich. Also generell 96 mit einer guten Leistung und auch Spieler treten in den Vordergrund, von dem man es vielleicht nicht so erwarten würde. Soleimani jetzt vielleicht nicht unbedingt derjenige, von dem man glaubt, dass er nächste Saison eine große oder wichtige Rolle spielen könnte. Ich persönlich hoffe es, weil ich mag den sehr gerne und er zeigt seine Qualität. Wenn er im Zentrum rangelassen wird oder mehr auf der Position, wo er auch für da ist, und zwar hängende Spitze oder Zentrum, also zentraler Stürmer, wer weiß, was da noch so alles gehen kann. Gegen Magdeburg hingegen, Kerk mit dem ersten Tor, Duxch mit dem zweiten. Das war in der zweiten Halbzeit, das 2:3 relativ zu Beginn der zweiten Halbzeit. Danach einige Gelegenheiten, einiges gut nach vorne gespielt. Der Abschluss hat ein bisschen gehapert. Meiner noch mit einer großen Chance nach Vorlage von Enali. Aber am Ende dann noch ein Konter kassiert zum 2:4. Die Gegentore generell waren zu einfach. Es waren einfache Verluste des Balls im Spielaufbau. Und dementsprechend konnte dann Magdeburg schnell kontern. Hat das auch gut gemacht. Aber nichtsdestotrotz sahen Fallett und Franke dann nicht so optimal aus. Markus Mann hat jetzt gesagt, wenn du einen Ball so im Spielaufbau verlierst, dann kann da auch ein Javi Martinez stehen. Und nichtsdestotrotz kannst du nicht verhindern, dass das Gegentor fällt. Ist das ein Zeichen dafür, dass die Verpflichtung eines Sechsers nicht erste Priorität hat, weil man das so oder so nicht verhindern kann in solchen Situationen? Will er damit indirekt auch die Innenverteidiger in Schutz nehmen? Ich meine, Javi Martinez hat auch Innenverteidiger gespielt, auch wenn er Sechser war in seiner Glanzzeit. Es ist ein bisschen fragwürdig, ich finde es ein bisschen komisch. Die müssen an sich arbeiten, die müssen noch solider verteidigen, die müssen sich auch noch abstimmen. Die haben ja noch nie lange wirklich über einen längeren Zeitraum zusammengespielt. Aber ich glaube, von der Qualität her passt es eigentlich. Verlet vor allem extrem gefährlich nach Standards. Den Sechser hingegen, den brauchen wir auf jeden Fall. Da lässt sich nicht drum rumreden und da ist auch völlig egal, was da irgendwer sagt. Wir haben keinen Sechser im System. Mike Franz, sorry, reicht nicht dafür für die Ansprüche, die irgendwo sicherlich bei 96 sind. Und auch ein Dominik Kaiser beim besten Willen ist kein Sechser, der ist ein Achter, aber kein Abräumer. Und wir brauchen da einen, der auch mal in die Zweikämpfe reinfliegt. Ich bin sehr gespannt, was sie machen werden. Ich bin nicht zu negativ auf dieses Spiel gegen Magdeburg, es ist nur ein Testspiel. Ich sage ja allgemein immer, dass die Testspiele nicht zu hoch gehangen werden sollen. Natürlich gilt das auch für das Hertha-Testspiel, da waren sehr viele positive Ansätze zu sehen. Auch die darf man natürlich jetzt nicht überbewerten, hat man ja gegen Magdeburg wieder gesehen. Dann verliert man wieder 2:4 gegen den unterklassigen Gegner, kassiert allgemein in beiden Spielen 4 Gegentore. Das ist natürlich ganz, ganz schwach und dementsprechend, ja, muss man halt abwarten, wie das jetzt gegen Bremen wird. Aber dazu mehr, wie gesagt, im nächsten Video. Es war jetzt so ein bisschen verwuselt, wollte ich schon sagen. Das würde ja zu Hertha passen. Es war ja ein bisschen durcheinander, dieses Video. Einfach, weil ich momentan noch so ein bisschen das Gefühl habe, das passt dazu ganz gut. Bei 96 fehlt die Struktur. Also weder auf der Transferseite wissen wir großartig Bescheid, weder auf der spielerischen Seite wissen wir wirklich Bescheid, wo wir stehen, weil da machst du ein gutes Spiel gegen Hertha, verlierst aber gegen Magdeburg. Irgendwie alles nicht Fisch und Fleisch. Das ist ein bisschen schwierig. Wo wir aber Bescheid wissen, ist der Trikotsponsor. Ich möchte nicht zu viel dazu sagen, das Video soll auch dem Ende sich jetzt zuneigen, aber Brainhouse 24/7, spannender Name erstmal, gehört zur Wohninvest-Gruppe, die ja auch bei Bremen unter anderem Sponsor ist. Das Logo sollte ganz cool aussehen, wenn sie es farblich neutral gestalten und nicht da wirklich mit ihren Blau-Orange aufs Trikot knallen. Was man jetzt wirklich davon halten soll, bei den ganzen Namen, die sonst so genannt wurden, halt hier aus der Region, Rossmann, Conti, Gilde, Harry, wer auch immer. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Andererseits, und das ist natürlich auch wichtig, sie zahlen ungefähr so viel wie Heinz von Heiden. Und Heinz von Heiden war mehr oder weniger Erstliga-Vertrag oder auf erste Liga ausgelegt. Von daher ist das gar nicht mal so schlecht. Und man muss den finanziellen Aspekt betrachten. Klar, auch der optische und der Identifikationsfaktor sind wichtig, aber den finanziellen darf man eben nicht mehr vernachlässigen. Am Ende, solange es nicht absolut kacke aussieht ist oder es komplett nicht vertretbar ist, wie Wiesenhof zum Beispiel, ist es relativ egal, was auf den Trikots vorne draufsteht, meiner Meinung nach. Ich hätte es auch cooler gefunden, wenn es, ich hätte auch TUI gefeiert, wenn es wieder da gewesen wäre, aber Tourismusbranche aktuell, die, ein bisschen schwierig. Ich hätte es mehr gefeiert, wenn es irgendwie zum Beispiel Gilde gewesen wäre, klar, aber nichtsdestotrotz, es ist nicht so dramatisch. Optimal ist es trotzdem nicht, muss man auch so ganz ehrlich sagen, aber vielleicht kommt durch diesen kleinen Kniff oder durch diesen kleinen Turn nochmal ein bisschen mehr Bewegung ins Transfergeschäft, weil man zumindest da jetzt Planungssicherheit hat und finanziell vielleicht noch ein paar mehr Möglichkeiten hat. Ich bin gespannt. Generell, wie die Trikots aussehen, ja, Leute, habe ich auch unter den letzten Videos gesehen, es wurde Fanclubs vorgestellt, das Trikot, herzlichen Glückwunsch. Trotzdem weiß man erst, wenn der Sponsor auch da ist, wie es in Gänze aussieht, sonst könnte man das Trikot ja einfach auch schon vorstellen. Es wird natürlich erst mit Sponsor vorgestellt, weil der Sponsor halt hier schon einen Unterschied macht, wie das Trikot am Ende aussieht. Ich bin auch kein Mitglied eines Fanclubs, das heißt, ich habe das Trikot noch nicht gesehen und ich glaube, vielen anderen geht es auch so. Von daher, einfach mal ein bisschen
durch die Hose atmen, locker durch die Hose atmen und nicht immer gleich so ja, übertriebene Kommentare schreiben. Sorry, dass ich nicht weiß, wie das Trikot aussieht. Wenn ihr es wisst, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare. Mein Gott. Ist doch viel einfacher, als mich dafür zu kritisieren, dass ich es nicht weiß oder noch. Das war es gewesen sein von diesem Video heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Nächste Woche geht es weiter mit einem ja, Preview sozusagen oder mit einer Vorschau auf das Werder-Spiel, auf die Zweitligasaison. Vergesst nicht, die Zweitliga-Prognose auszuchecken, ganz oben in der Videobeschreibung. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich entschuldige mich ein bisschen für dieses verwuschelte oder verwirrende oder unstrukturierte Video, aber ich hoffe, es war trotzdem in Ordnung. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.